Zu unserer Verabschiedung im September 2007 hieß es in einem schönen Beitrag: Seit 79 Jahren waren die Schönstädter Marienschwestern ein Teil unserer Gemeinde St. Michael und haben hier gewirkt, gearbeitet und in vielfältiger Weise Gutes getan. Und nun soll plötzlich alles ein Ende haben? Es war im Jahr 1928, als die ersten Marienschwestern in das Haus an der Erlenstraße, bekannt als Marienheim, eingezogen sind. Die Marienschwestern waren und blieben der Gemeinde immer sehr verbunden. Zuletzt haben alle mit uns gebannt, als es um den Fortbestand der Gemeinde St. Michael ging. Wie wird es ohne sie weitergehen? Soweit aus dem Beitrag. Der Schlusssatz in der Predigt beim Abschiedsgottesdienst am 23.09.2007 lautet: Heiliger Erzengel Michael, bleibe sorgend bei dieser Gemeinde hier in Wannheimer Ort und begleite die Schönstädter Marienschwestern künftig auf all ihren Wegen. Wenige Tage später war der endgültige Abschiedstag der letzten zwei Schwestern, Schwester Hannegret und Schwester Elistraut. Heute, nach 14 Jahren, stehe ich wieder hier, um mit Ihnen die Verabschiedung von der St. Michaelskirche zu begehen. Doch die Verbindung zu uns Schwestern blieb bestehen. Viele aus der Gemeinde haben die Schwestern über all die Jahre begleitet, ihnen ihre Anliegen mitgeteilt und lebendige Verbundenheit gepflegt. Zum Dank dafür sind Schwester Stella und ich heute hier in ihrer Mitte als Stellvertreter für alle Marienschwestern, die hier einmal gewirkt haben und nun schon verstorben sind, die aber mit Sicherheit die Gemeinde von der Ewigkeit her jetzt und in Zukunft begleiten werden. Und ich denke, auch wir werden sie nicht vergessen und werden gern an diesen Tag an sie denken, auch wenn das eben eine schwere Verabschiedung von einem liebgewordenen, ja, Heiligen, nicht von der Kirche. Danke für alles. Sehr schön. Sehr schön.